Ja, sehr geehrter Herr Bundesminister der Finanzen, Dr. Wolfgang Schäuble, Ihre Exzellenz, Dr. Otto Lampe, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in der Schweiz, sehr geehrter Herr Regierungspräsident des Kantons Basel-Land, Dr. Anton Lauber, sehr geehrte Regierungsräte des Kantons Basel-Stadt, Dr. Eva Herzog und Dr. Lukas Engelberger, sehr geehrter Herr Direktor der Handelskammer Bayer Basel, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Handelskammer Bayer Basel, sehr geehrter Herr Döweck, geschätzte Angehörige unserer Universität, liebe Freunde der Universität Basel, meine Damen und Herren. Wir fühlen uns sehr geehrt, Sie, Herr Bundesfinanzminister, heute an der Universität Basel begrüßen zu dürfen. Und Sie sehen, der Saal ist voll. Die Aufmerksamkeit ist Ihnen gewiss und die Hälfte ist noch draußen, die darf gar nicht rein. Mitten in Europa und doch nicht Teil der Europäischen Union zu sein, ist für unser Land und unsere Regierung von Zeit zu Zeit eine Herausforderung. Doch trotz gelegentlicher Schwierigkeiten dürfen Sie, sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, versichert sein, dass wir uns hier in der Schweiz als integralen Bestandteil Europas sehen. Unsere grundlegenden Werte und Überzeugungen von individueller Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit teilen wir mit Europa. Nirgends wird uns dies so bewusst, wie wenn wir uns im fernen Ausland befinden. Unsere Geschichte ist untrennbar mit der europäischen Geschichte verbunden. Aber wie Sie es so treffend in der FAZ vom 26. Januar dieses Jahres beschrieben haben, kann man heute die europäische Integration nicht mehr nur mit einem Blick in die Vergangenheit begründen. Gemeinsam müssen wir Antworten auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts finden. Diese Antworten in einer zunehmend komplexeren und vernetzteren Welt wird kein einzelner europäischer Staat für sich allein geben können, weil wir damit als Nationalstaaten alle überfordert sind. Denken Sie nur zum Beispiel an die Schwierigkeiten unserer Nationalbank, eine unabhängige Währung aufrechtzuerhalten. Damit ist das übergeordnete Ziel eigentlich gegeben. Nur über die Wege kann man in guten Treuen unterschiedlicher Meinung sein. Manchmal ist der kürzeste Weg nicht für alle zielführend. Aber schließlich, meine Damen und Herren, führen ja auch viele Wege nach Rom. In diesem Sinne möchte ich für unser Land auch ein bisschen bei Ihnen um Verständnis bitten. Es ist aber offensichtlich, dass für die Schweiz mit der EU als wichtigstem Handelspartner das Wohlergehen Europas vital ist. Denn wenn es Europa gut geht, geht es auch der Schweiz gut. Und wenn Europa in Mitleidenschaft gerät, gilt dies auch für die Schweiz. In diesem Sinne möchte ich es nicht unterlassen, Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, an dieser Stelle für Ihren unglaublichen Einsatz zu danken, den Sie in den letzten Monaten und Jahren für das Wohlergehen Europas geleistet haben. Die Herausforderungen in der Finanzkrise waren gigantisch und sind noch nicht vorbei. Sie sind im Moment in der Presse lediglich etwas in den Hintergrund geraten. Sie waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Volkswirtschaften Europas nicht kollabiert sind, auch wenn sich die Finanzminister gegenüber den Staats- und Regierungschefs nicht immer zu 100% durchsetzen konnten. Um die schwierigen und vielfältigen Fragen, die sich im Kontext Europas stellen, wissenschaftlich zu analysieren, verfügt die Universität Basel über ihr Europa-Institut, das zusammen mit der Handelskammer Bayer Basel unseren Gast eingeladen hat. Unser Europa-Institut versteht Europa als kreativen Denkraum und will europäische Vorstellungen im globalen Kontext reflektieren und die Rolle und Bedeutung Europas in der Welt ins Zentrum stellen. Denn akademische Analyse und gesellschaftliche Akzeptanz sind für die Gestaltung eines zukunftsfähigen, global vernetzten Europas von zentraler Bedeutung.
Ich bin überzeugt, sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, dass Ihre Fragen nach der Zukunft der Europäischen Union in diesem Denkraum auf reges Interesse und großen Widerhall stoßen werden. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen nun einen anregenden Vortrag und eine interessante Debatte in der anschließenden Diskussionsrunde. Und gleichzeitig möchte ich mich bei allen bedanken, die diesen Anlass ermöglicht haben, insbesondere bei Herrn Professor Kreis und Frau Professor Herren. Und natürlich auch der Handelskammer bei der Basel. Ich übergebe nun das Wort an Frau Professor Herren, die Direktorin des Europa-Instituts. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, liebe Gäste, ich habe die Freude und das Vergnügen, als Direktorin des Europa-Instituts Sie durch diesen Abend begleiten zu dürfen und begrüße nicht nur Sie, die Sie hier anwesend sind in diesem Raum, sondern auch all jene, die uns über das Livestreaming verfolgen können. Es ist üblich, Referenten vorzustellen, auch wenn sie allen Anwesenden bestens bekannt sind, wenigstens in ihren aktuellen Funktionen und jüngsten Tätigkeiten. Es ist unvermeidlich, dass Sie, geehrter Herr Minister, bei Ihren Auftritten und darum auch heute sich immer wieder die Hinweise auf Ihre Vita anhören müssen, etwa, dass Sie das dienstälteste Mitglied des Bundestages in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind, dass Sie 1984 Ihren ersten Ministerposten für besondere Aufgaben und als Chef des Bundeskanzleramts angetreten haben, dass Sie zuvor Innenminister seit 2009 nun Bundesfinanzminister sind. Gerne rufe ich für das Publikum in Erinnerung, dass Sie in Freiburg im Breisgau zur Welt gekommen sind und an der dortigen Universität Jura studiert haben. Dieser Universität blieben Sie verbunden. Sie sind Kuratoriumsmitglied der neuen Universitätsstiftung in Freiburg. Sie sind seit 2005 auch Ehrendoktor der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg. Aber, und das ist in diesem Kontext hier nicht ganz unwesentlich, von Freiburg im Üechtland und nicht im Breisgau. Ich sehe, wie eng das die Schweiz trotz allem mit Europa verknüpft ist. Nun, wieder die Grenzen zwischen Fribourg und Freiburg wechselnd. Basels Nähe zu Freiburg oder auch umgekehrt könnte bei Ihrer Zusage ebenfalls eine Rolle gespielt haben. In der Familie des Oberrheinischen Verbundes bilden die Universitäten Freiburg und Basel seit über 555 Jahren ein Paar. Freundschaftlich zuweilen, aber auch, um ein Lieblingswort unserer Rektorin aufzugreifen, durchaus in freundlichem Wettbewerb verbunden. Statt aber nun weitere Stationen Ihrer eindrücklichen Laufbahn zu rekapitulieren, möchte ich lieber, als Historikerin mögen Sie mir das nachsehen, aus der Freiburger Uni-Urkunde zitieren und Ihnen dabei unterstellen, dass, wenn Sie schon damals Ihren Einfluss hätten geltend machen können, das vielleicht auch so formuliert hätten. Albrecht VI. Erklärte nämlich, er wolle, und jetzt zitiere ich, mit anderen christlichen Fürsten graben helfen, den Brunnen des Lebens, daraus von allen Enden der Welt unversiegbar geschöpft werde erleuchtendes Wasser tröstlicher und heilsamer Weisheit zur Erlöschung des verderblichen Feuers menschlicher Unvernunft und Blindheit.
Dieses Wasser und die ihm zugewiesene Weisheit könnte man in Europa zuweilen recht gut gebrauchen, denke ich. In der Finanzpolitik, in der Flüchtlingspolitik, in der Sicherheitspolitik, zusammenfassend in der gesamten europäischen Zukunftspolitik. Sie, als einer der Doyens der Europapolitiker, werden uns sicher wichtige Einsichten zum gegenwärtigen Zustand Europas und zur nötigen Weiterentwicklung dieses großen, aber eben bislang unvollendeten Gemeinschaftsprojekts sagen können. Ich danke Ihnen sehr im Namen des Europa-Instituts und der mitveranstaltenden Handelskammer bei der Basel, dass Sie hier nach Basel gekommen sind, und gebe Ihnen sehr gerne das Wort. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Herren, Magnifizenz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihr freundliches Willkommen. Und da Sie schon gesagt haben, es ist für mich nicht so, ich fühle mich hier nicht so fremd. Nicht? Wenn man in Freiburg geboren ist, und nicht nur geboren, ich bin, also jetzt bin ich in Offenburg zu Hause, ist aber auch nicht so furchtbar aus der Welt, dann fühlt man sich in Basel ganz sicher nicht außerhalb von Europa. Nicht? Also da, die Sorge brauchen Sie bei mir nicht zu haben. Und ich danke Ihnen ausdrücklich, dass Sie meinen Lebenslauf auch ein bisschen abgekürzt haben. Ja, gut. Aber nun will ich ein paar Bemerkungen machen, um die Frage, wie ich sehe, wie weiter mit der Europäischen Union. Und füge hinzu, bei allem, was ich sage, rede ich jetzt nicht über die Schweiz, bin mir bewusst über die besondere Rolle und die Besonderheiten und die enge Verflechtung der Schweiz mit Europa. Ich habe immer gesagt, wir werden die Schweiz nie drängen. Die Schweiz weiß, dass das Tor für sie offen ist. Sie gehört zu Europa und den Rest entscheidet die Schweiz selber, gerade wie sie will. Und das geht schon ganz gut und wir haben damit auch keine Probleme. Deswegen sind meine Ausführungen zu Europa auch nicht unbedingt eins zu eins auf die Schweiz runterzubrechen. Da will ich gleich vorsorglich warnen. Nicht? Wie es in Europa weitergeht, die Antwort ist in einem Satz zu beantworten. So wie bisher auch, mühsam, kompliziert, schwerfällig, in Krisen und doch immer wieder Schritt für Schritt weiter voran. Das ist in einem Satz die Antwort, wie es mit Europa weitergeht. So wird es auch jetzt weitergehen. Und es ist ja in dieser Woche, ja ganz spannend, wenn Sie, was uns in den letzten Monaten, nicht nur in Deutschland, aber nicht zuletzt in Deutschland, mehr beschäftigt hat als die Euro-Krise. Die hat uns früher auch ziemlich beschäftigt, aber dann haben wir irgendwann beschlossen, das haben wir jetzt so einigermaßen auf dem Weg, haben dann über Griechenland noch ein bisschen diskutiert im vergangenen Jahr, haben wir jetzt auch beiseite geschoben. Wenn nicht gerade Telefongespräche abgehört und geleakt werden, dann haben wir da auch noch ein paar Tage Ruhe, bis das Griechenland-Thema wieder kommt. Aber was uns sehr viel mehr beschäftigt hat, war das Thema mit den Flüchtlingen oder die Auswirkungen der Migrationskrise, von der ich im Übrigen sicher bin, dass sie uns lange beschäftigen wird. Ich habe gelegentlich in Deutschland gesagt, ich glaube, dass uns, was wir da erleben, seit eigentlich ja, Anfang 2015 zunehmend, ist eigentlich ein Rendezvous mit der Globalisierung. Wir haben immer gesagt, die Globalisierung ist der eigentliche Grund für europäische Einigung. Aber wir haben es gar nicht so genau verstanden gehabt, was das nun wirklich heißt. Und jetzt lernen wir, was Globalisierung wirklich heißt. Das schüttelt die Europäer und jeder versucht, den anderen ein bisschen mehr davon zu lassen, von dem Druck. Das haben wir auch wunderbar in den letzten Monaten erlebt. Und wir haben dann in Deutschland, wir haben unsere eigenen internen Diskussionen, die haben Sie in Basel auch verfolgt, wie das ist, das verändert auch ein Stück weit auch in Deutschland manches. Wir hatten, im Sommer waren wir fast optimistisch, wir hätten das Thema mit einer rechtsdemagogischen Partei in Deutschland zum Glück mal wieder
fast schon erledigt. Denn mit der Euro, das hatten wir gerade so überwunden. Und dann kam die Flüchtlingskrise und nun haben Sie das Wahlergebnis vielleicht in einigen Landtagswahlen, nicht zuletzt in unserem benachbarten Heimatland oder meinem Heimatland Baden-Württemberg, ja gesehen, hat es verändert. Aber es hat natürlich sehr viel stärker diese Debatte geführt, was es für Europa bedeutet. Und Europa hat lange Zeit geglaubt, es bedeutet für Europa wenig. Eigentlich sei es nur ein deutsches Problem. Herr Orban hat uns das mit ungarischer Liebenswürdigkeit gelegentlich gesagt. Er hat nicht ganz recht dabei. Und nun kann man lange darüber diskutieren, will ich nicht tun, ist auch nicht der Platz hier in Basel, ob wir in Deutschland alles richtig oder falsch gemacht haben. Wahr aber ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, das ist eine Herausforderung, ein Problem, das wir nicht national lösen können, wenn wir die europäische Einigung nicht substanziell gefährden wollen. Und darum ging ein Teil der Auseinandersetzungen in Deutschland, auch in meiner eigenen Parteienfamilie, wir sind ja eine Familie, CDU und CSU, und Sie wissen, wie Geschwisterliebe immer das Beste ist, was es gibt im Leben. Nur im Alltag ist es manchmal auch abwechslungsreich. Aber wenn Sie jetzt sehen in dieser Woche, wo nun das Abkommen mit der Türkei umgesetzt wird, mit allen Risiken und Nebenwirkungen und überhaupt nicht mit dem Anspruch, dass das nun irgendetwas besonders Perfektes oder Vorbildliches oder sonst sei, aber auf der anderen Seite mit dem Anspruch, dass es eigentlich die einzige denkbare Lösung ist in dieser weltweiten und uns jetzt eben stärker betreffenden Herausforderung, dass Europa diese Aufgabe annimmt als eine europäische Aufgabe und dass Europa weiß, es kann sich nicht zu einer Festung machen, dann können wir Europa auch vergessen. Der Versuch, Europa zu einer Festung zu machen, in die niemand reinkommt, wäre nicht mehr Europa. Sie haben so magnifizent eine wunderbare Definition europäischer Werte gegeben. Und wenn man die nicht nur zur Eröffnung von Veranstaltungen oder für irgendwelche europapolitischen Festreden gebraucht, dann ist ja damit schon ausgedrückt, wir können uns vor dieser weltweiten Herausforderung der zunehmenden Migration nicht völlig wegdrücken. Aber wir können auf der anderen Seite weder als Europa noch als ein Mitgliedsland, und wenn es das größte in Europa derzeit noch als die Bundesrepublik Deutschland ist, das Problem lösen, indem wir sagen, unsere Möglichkeiten sind unendlich. Ich sage ausdrücklich nicht unbegrenzt, weil ich komme dann sofort in innenpolitische Diskussionen, die für ein Mitglied der Bundesregierung nicht auszuhalten sind. Aber unendlich sind unsere Möglichkeiten auch nicht. Und da dazwischen eine Lösung zu finden, kann ja nur gehen, und die wird jetzt schrittweise, mühsam, kompliziert, unvollkommen, aber eben doch umgesetzt. Europa sagt, ja, wir müssen auf der einen Seite bereit sein, mehr und stärker zu engagieren bei der Bewältigung der weltweiten Herausforderungen, zumindest in unserer Nachbarschaft, im Nahen Mittleren Osten, in Nordafrika, ich fürchte auch in Afghanistan, und ich fürchte zunehmend auch in Afrika insgesamt, auch Subsahara-Afrika. Solche Entwicklungen haben ja leider an sich, wenn sie einmal beginnen, dann setzen sie sich fort und lassen sich nicht wieder leicht zurückdrehen. Wir brauchen also ein stärkeres Engagement Europas, ob das Europa als Gemeinschaft ist oder der europäischen Staaten, lasse ich jetzt ganz dahingestellt, bei der Bewältigung dieser Herausforderung. Heute Mittag war ich noch mit dem Präsidenten der Weltbank zusammen und wir haben darüber beraten, was wir tun können, tun müssen, um Nordafrika, um Libyen, um Jordanien, Libanon, gar nicht nur die Türkei zu stabilisieren. Wir reden noch nicht darüber, was wir werden leisten müssen, auch wir Europäer, wenn der Syrien-Konflikt doch, wenn der Waffenstillstand hält und zu einer dauerhaften Lösung wird. Die Zahlenschätzungen, was der Aufbau Syriens kosten wird, sind beachtlich, muss darüber nicht lange reden. Aber wir alle wissen, wenn es nicht einigermaßen gelingt, diese Länder und Regionen zu stabilisieren, werden wir in Europa die Auswirkungen haben. Ob wir das mögen oder nicht, wir mögen es nicht, aber es ist ein Faktum. Dann können wir natürlich sagen, das ist das Schengen-System,
Wir haben gemeinsame Außengrenzen, jeder muss seine Außengrenzen kontrollieren und ist dafür verantwortlich. Aber das heißt natürlich nicht, dass derjenige, der eine Außengrenze hat, ich habe mal Schengen mit ausgehandelt. Und ich habe lange Erfahrungen als Innenminister in Deutschland, weil Anfang der 90er Jahre, da war ich auch Innenminister, da war, ja, ich war 89 bis 91, wir hatten 500.000 Asylbewerber, wir hatten übrigens bei der Landtagswahl 92 in Baden-Württemberg 12% Republikaner, alles nicht neu, wegen der Asylantenfrage, wie es damals hieß. Und wir hatten damals keine europäische Solidarität. Und dann haben wir schließlich unser Grundgesetz so geändert, dass wir also die Genfer Flüchtlingskonvention auch in Deutschland anwenden konnten. Denn bis dahin war es so, wir hatten den Fall, dass ein Mensch aus Basel in Lörrach politisches Asyl begehrt hat und bis rechtskräftig entschieden war, dass er keinen Grund auf Rechtsanspruch auf Asyl hatte, weil er in Basel nicht politisch verfolgt wurde, was Sie nicht überraschen wird. Aber durch drei Instanzen damals in Deutschland war es nicht so einfach. Solange hatte er Anspruch auf Sozialhilfe. Es war immer mein Argument zu sagen, wir müssen es ändern. Wir müssen so einen Menschen aus einem sicheren Herkunftsland auch schneller wieder zurückbringen können. Das ist die Überperfektion deutscher Rechtsanwendung. Das ist auch eine Folge unserer Vergangenheit. Das will ich auch nicht jetzt diskutieren. Und dann habe ich, als wir dann irgendwann das Schengen-System hatten, habe ich gesagt, jetzt haben wir eine glückliche Lage, denn wir haben Außengrenzen, abgesehen von der Schweiz, das geht als Partner Außengrenze, also es gibt schlimmere Außengrenzen, Nachbarn. Aber ansonsten haben wir Flughäfen, Seehäfen ist bei uns nicht mehr viel los, nicht? So ein bisschen Container. Und damit sind wir in einer guten Lage. Jeder versucht damals, für eine Verteilung von Flüchtlingen in Europa, im Schengen- oder Dublin-Bereich, Verständnis übrigens war auch in Deutschland politisch zunächst einmal eher nicht konsensfähig, um es vorsichtig zu sagen. Ja. Und es war natürlich klar, dass die Länder, die Außengrenzen haben, mehr Solidarität gebrauchen werden, als Deutschland damals bekommen hat, wo wir konnten das ein paar Jahre lang die Last alleine tragen, die uns mit dem Fall des Eisernen Vorhangs zukam. Aber so ist das System jetzt einfach. Die Linien sind klar. Es wird erst langsam verstanden, auch unser wichtigster Partner, was Frankreich ist und bleibt und sein muss, wird allmählich lernen, dass es noch mehr europäische Führungsverantwortung auch in der Flüchtlingsfrage zeigen muss. Was in Calais geleistet wurde, ist nicht ausreichend auf die Dauer, um europäisch das Flüchtlingsproblem zu meistern. Also 5.000 Menschen, die nach Großbritannien wollten, ein Jahr lang da unter Verhältnissen. Also gut, will ich auch nicht vertiefen. Dieses System fängt an zu funktionieren. Es geht langsam, aber es bewegt sich. Und alle diejenigen, die gesagt haben, oh, der erste Tag, wo der erste Flüchtling aus Griechenland im Rahmen des Abkommens zurück in die Türkei gebracht wird, wird schon alles schief gehen. Nichts ging schief gestern. Es hat funktioniert. Und deswegen sage ich, es wird nicht hundertprozentig funktionieren. Ich bin bar jeden Realitätsverlustes. Ich weiß, dass wir noch viele Probleme alles haben werden. Und trotzdem wird es funktionieren. Ich sage gleich hinzu, ich glaube, es wird ein ganzes Stück weit Griechenland verändern, weil Griechenland zum ersten Mal, um diese Aufgabe zu bewältigen, die ihm jetzt zugefallen ist und wo wir Griechenland nicht alleine gelassen haben, noch nicht alleine lassen können und dürfen, muss aber Griechenland eine Verwaltung aufbauen und dazu Tausende von Experten, Verwaltungsmitarbeitern aus anderen europäischen Ländern akzeptieren. Das haben sie bisher als eine Verletzung griechischen Stolzes immer mit Abscheu und Empörung abgelehnt. Jetzt darf sogar das Technische Hilfswerk in Griechenland helfen, Flüchtlingslager aufzubauen, so dass es funktioniert. Es wird also, ich unterlege nur meine These, Europäische Union geht weiter. Langsam, ärgerlich langsam manchmal, schwerfällig, aber am Ende doch in diese Richtung. Und die europäische Politik zur Bekämpfung als Antwort auf diese Migrationsherausforderung, die eine globale ist. Wir reden ja noch gar nicht von den Wanderungsbewegungen in kommenden Jahrzehnten durch den Klimawandel. Übrigens, das sage ich gleich nachher, die Umweltkonferenz in Paris war ein Erfolg, den hätte kein Mensch
vor ein paar Jahren für denkbar gehalten. Auch stark durch Europa mit vorangetrieben. Musst du der Umweltkonferenz in Paris auch noch gleich sagen, ein paar Wochen nach dem 13. November eine solche Mammutkonferenz zu organisieren, hätte ich mir in Deutschland nicht zutrauen wollen. Also mein Respekt vor Frankreich ist bei allen Schwierigkeiten, die Frankreich in manchen wirtschaftlichen Reformfragen hat, immer, muss man immer auch dann sehen, die Leistungsfähigkeit französischer Verwaltung ist schon eindrucksvoll. Und diese Pariser Konferenz war fantastisch. Die Migrationsproblematik werden wir Schritt für Schritt lösen. Ich biete Ihnen Wetten an, ich komme in ein paar Jahren wieder, dass wir eine größere wir werden europäische gemeinsame Verfahren zur Anerkennung oder Nichtanerkennung von Asylbewerbern entwickeln. Wir werden bestimmte Minimalregeln für Standards in Sozialleistungen kriegen, denn natürlich ist das ein Problem. Wie soll ich denn jemand in Europa erklären, jetzt können nicht alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen, dann sagt mir mein Kollege, aber da muss ich die ja einsperren, denn die wollen nicht nach Polen, sondern die wollen nach Deutschland. Also müssen wir schauen, dass wir auch in der Aufnahme von Migration in der Zukunft gewisse Einheit oder Mindestregeln für Standards nicht nur in den Verfahren entwickeln. Und dann werden wir so allmählich auch eine etwas fairere Verteilung bekommen. Das braucht ein bisschen Zeit, dagegen wehren sich Bevölkerungen, Regierungen, Parlamente und sie werden sich doch bewegen und wir werden zugleich stärkere, das mag ein Finanzminister gar nicht, aber es hilft nichts, wir werden mehr Engagement aufbringen müssen um den Nachbarregionen. Türkei machen wir schon, aber Jordanien, Libanon, Weltfoodprogramm für die Vereinten Nationen. Und. Wir werden uns am Aufbau Syriens beteiligen müssen. Es wird langsam, es wird immer weniger sein, als wir wünschen und als notwendig ist, aber es wird sich in diese Richtung bewegen. Bringt mich zu meiner zweiten Bemerkung. Wenn ich für 5 Bemerkungen gebe, weil ich so lange brauche, wird es ein langer Abend. Die zweite Bemerkung ist, das führt dazu, dass wir in Europa wieder in etwas zurückfallen in der europäischen Einigungspolitik, mit der man eigentlich mal angefangen hat. Nämlich mit einer stärkeren Komponente der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Es ist fast zwangsläufig und notwendig, dass Europa in Fragen von Außen- und Sicherheitspolitik eine stärkere Rolle spielen wird. Und das kann kein europäisches Land alleine. Frankreich kann es nicht mehr, Deutschland kann es seit Hitler sowieso nicht mehr, will es auch nicht. Und Europa gemeinsam muss mehr tun, denn die Amerikaner werden den Weg nicht grundsätzlich ändern von dem, den Barack Obama schon gesagt hat, die Europäer können langsam mal ein bisschen mehr für sich selbst und für ihre Nachbarschaft tun. Selbst wenn Präsident Obama jetzt entschieden hat, ein amerikanisches Panzerbataillon in Osteuropa an unterschiedlichen Standorten, damit man die Verabsprachen, die man 1990 getroffen hat, nicht direkt verletzt, sondern nur so ein bisschen dran rumschippert, nicht, na ja, gut, ich meine, wir sagen ja immer, und das weiß ja auch jeder, Russland will von Amerika auf gleicher Augenhöhe behandelt werden. Und wir haben ja auch gesehen, wie der Waffenstillstand in Syrien überhaupt noch zustande kam. Wir werden Ähnliches für die Stabilisierung der Ukraine brauchen, ob wir es mögen oder nicht. Alleine schaffen wir es nicht, aber wir werden mehr tun müssen. Und insofern wird Außen- und Sicherheitspolitik in Europa eine stärkere Rolle spielen, als sie es in den letzten Jahren gespielt hat. Das erinnert mich zurück, und damit bin ich schon beim nächsten Punkt. Angefangen hat die europäische Einigung einmal mit der Vorstellung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Es war eine politische Union. Für die war Deutschland auch Anfang der 50er Jahre, es war überhaupt kein Problem. Aber Frankreich hat am Ende gesagt, nein, eigentlich wo wir von unserer nationalen Souveränität nicht so viel abgeben. Warum hätten sie auch sollen? Und so ist die EVG, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, bekanntlich für Historiker 1954 in der Assemblée Nationale gescheitert. Ja. Und dann ist man den Weg gegangen, gut, dann machen wir die wirtschaftliche Einigung, wo immer Einigung möglich ist, Ever Closer Union, von der Konferenz in Messina zu den römischen Verträgen und, muss ich jetzt auch nicht lange.
Wir brauchen als Begründung für europäische Einigung, warum Europa, europäische Mitstaaten, manche Dinge nicht mehr alleine meistern können in dieser Welt des 21. Jahrhunderts, ist meine entscheidendes Argument ist, in dieser immer enger verflochtenen Welt können die Nationalstaaten alleine die nicht alle Probleme so lösen, wie sie lange geglaubt haben, sie könnten. Sie haben eigentlich schon ihre Fähigkeiten im Ersten Weltkrieg ein Stück weit überschätzt und haben dann leider auch nicht gelernt, bis zum Zweiten Weltkrieg schnell genug, was man hätte ändern müssen. Heute in dieser Zeit der Globalisierung, noch verstärkt durch die Digitalisierung und all diese modernen Entwicklungen, wird die Rolle des Nationalstaats nicht obsolet. Die Menschen sehen sich noch immer nach der Geborgenheit auch in vertrauten Identitäten, ob regional, lokal oder national. Aber der Nationalstaat alleine reicht nicht aus. Das kann ich auch mit den Panama Papers sagen. Ich kann die Fragen von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bankenregulierung, Steuerhinterziehung oder Missbrauch von steuerlichen, exzessive Nutzung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, was man als Missbrauch als Steuerrechtler bezeichnen darf, wenn es exzessiv ist, nicht national regeln. Ich kann auch keine Finanztransaktionssteuer national einführen, das macht keinen rechten Sinn. Bei der Globalisierung der Märkte, bei der Mobilität von Kapital in der digitalisierten globalen Welt ist, das Netz ist national nicht mehr zu regulieren, wir brauchen mehr Global Governance. Und selbst die wirklich großen Globalisierungsskeptiker, wie der Ökonom Rodrik, der ja darüber ein nicht unwichtiges Buch geschrieben hat, über das Globalisierungstrilemma, sagt, das Einzige, was es bisher gibt, was einigermaßen funktionieren könnte an Global Governance, ist das europäische Modell, so unvollkommen es ist. Und deswegen sage ich das meinen Kollegen, nächste Woche haben wir wieder Frühjahrstagen im IWF, da steht Europa dann wieder zwischendurch auf der Agenda, weil Deutschland ja noch Fiscal Space hätte. Und ich sage dann immer, naja, also wenn die Frage, ob ich 3 Milliarden mehr oder weniger Defizit im Bundeshaushalt mache, alle Probleme der Welt lösen kann, dann soll es daran auch nicht liegen. Aber ich fürchte, dass das Brasilien auch nicht alleine hilft und China auch nicht. Aber wenn man dann darauf hinweist, ich sage dann, ja, ich weiß, Europa ist furchtbar kompliziert und bürokratisch und schwerfällig. Aber wenn er eine bessere Idee, wenn er ein besseres Modell hat für die Schaffung von Global, von irgendwas, von International Governance oder so, die wir brauchen, dann lasst es mich bitte wissen, dann werden wir Europäer ein besseres Modell einführen. Solange wir kein besseres haben, bauen wir dieses aus. Wir werden die Nationalstaaten nicht abschaffen, aber wir werden sie ergänzen. Und das muss Europa leisten. Nun weiß ich auch, das ist meine dritte Bemerkung, weil ich gesagt habe, ich bin nicht mehr in der Lage, die Realität zu verweigern, in der Vorhersage, wie Dinge zu lösen sind und auch wie schwierig manche optimistische Vorstellungen zu verwirklichen sind, auch in der Analyse. Man wäre blind, wenn man übersehen würde, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung in fast allen europäischen Mitgliedstaaten an der jetzigen Verfasstheit europäischer Politik aus vielerlei Gründen große Zweifel hat. Das ist also das, was man unter dem Sammelbegriff Euroskepsis oder wie immer zusammenfassen kann. In allen, ich weiß nicht, wie es in Malta ist, aber Zypern ist auch, ja, die Zypern haben übrigens toll ihr Programm erfolgreich abgeschlossen, aber in fast allen Ländern ist es unbestreitbar stark. Die Holländer machen morgen ein Referendum, was auch ein bisschen absurd ist, ob das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine muss einstimmig beschlossen werden, ob die Niederlande das ratifizieren dürfen oder nicht. Na gut, das ist auch nicht einfach. Über Großbritannien rede ich gerade nicht. Da warten wir mal bis Ende Juni. Die Wahlergebnisse in Deutschland kennen Sie, die in Frankreich erwähne ich lieber nicht. Niederlande, Belgien, Österreich ist auch nicht so weit von der Schweiz entfernt. Und die Debatten selbst in der Schweiz verfolge ich auch gelegentlich.
Und es kann auch zunehmen. In Deutschland ist eine der ganz schlimmen Debatten in der älteren Generation das Thema der Auswirkungen der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die ich jetzt gar nicht kritisiere. Nicht, dass Sie mich irgendwie falsch verstehen. Ich sage nur, das Problem der gemeinsamen Europäischen Währungsunion, dass wir nur eine gemeinsame Geldpolitik mit einer unabhängigen Notenbank haben, die übrigens auf deutsches Drängen diese Unabhängigkeit des Mandats hat, und die eine einheitliche Geldpolitik für 19 Mitgliedstaaten machen muss, die eben für Deutschland sich nicht so günstig auswirkt wie für andere Länder oder mehr Probleme hat, schafft in der Legitimation europäischer Politik nicht nur in der älteren Generation in Deutschland zunehmend wachsende Probleme. Überhaupt keine Frage. Null Zinsen bei 0% Inflation ist eben leider nicht dasselbe, was die Ökonomen glauben. Wie 3% Inflation bei 3% Zinsen. Wir hatten in der Geschichte der Bundesbank immer 3% Zinsen im Durchschnitt mit 3% Inflation. Das war okay, aber jetzt haben wir 0% Zinsen. Zwar bei 0% Inflation, aber es ist was völlig anderes. Deswegen glaube ich, dass die Zahlenreihen von Ökonomen gelegentlich stärker im Sinne der Verhaltensökonomie oder noch traditioneller, ich gehe zwar nicht bis zur Gründungsurkunde der Universität Freiburg, aber die Freiburger Schule, was Ordnungspolitik anbetrifft, ist gar nicht so altmodisch, weil sie verstanden hat, dass Ökonomie was mit Menschen zu tun hat und dass Ökonomie sehr viel mehr sozial als Naturwissenschaft ist. Das ist aber eine andere Bemerkung. Wir werden also Europa trotz, und jetzt ist diese Skepsis in der Bevölkerung so groß, deswegen ist es auch klar, Politik, Demokratie hat in Gottes Namen eben, oder nicht in Gottes Namen, sondern gewollt, zu respektieren, was der Wille der Mehrheit des Souveräns ist. So einfach ist das Prinzip. Manchmal schwerlässig, aber es ist darüber gar nicht zu klagen. Weil es die Voraussetzung von Freiheit und Gleichheit ist, also von den europäischen Werten. Und Brüderlichkeit im Übrigen auch, wird am meisten vergessen, nicht? Deswegen sind wir ja lange mit unserer sozialen Marktwirtschaft ein bisschen verspottet worden, bis man begriffen hat, ohne sozialen Zusammenhalt geht eine freiheitliche Ordnung auch irgendwann schief. Deswegen muss man ja immer die richtige Balance finden. Nun werden wir also versuchen müssen, die reichlich vorhandene Zweifel in unserer Bevölkerung so zu berücksichtigen, indem wir ihnen zeigen, guckt, wir können aber doch besser europäisch Probleme lösen als national. In der Flüchtlingsherausforderung sind wir in Deutschland gerade auf dem Weg, dass uns dies gelingen wird. Es wird noch ein bisschen brauchen, aber es wird uns gelingen. In den Wirtschaftsfragen ist es ein bisschen komplizierter, aber inzwischen haben meine Landsleute überwiegend verstanden, dass uns spätestens die Schweiz beobachtet haben, haben verstanden, dass die gemeinsame europäische Währung für uns nicht nur bedeutet, dass wir gelegentlich uns mit Griechenland herumärgern müssen, sondern dass wir jedenfalls in der Frage der Währung nicht mit der Schweiz tauschen wollten in den letzten Jahren, nicht? Sondern da haben wir wirtschaftlich ganz gut damit gelebt, dass wir eine gemeinsame europäische Währung haben. Weswegen meine Kollegen, Finanzminister in der Eurogruppe, das ist ein Spiel, da brauchen wir gar nicht mehr darüber zu reden, die sagen, wer hat denn den größten Vorteil aus dem gemeinsamen europäischen Währung? Da war ich natürlich, wer denn sonst, nicht? Klar, die stärkste, wettbewerbsstärkste Ökonomie hat den größten Vorteil. Also müssen wir auch die größte Last tragen, das zusammenzuhalten, ist nur fair. Das muss ich gelegentlich, müssen wir den Deutschen erklären, das müssten Sie in der Schweiz auch, wenn Sie mit dabei wären, ich sage es Ihnen, das ist so. Aber das geht dann schon und Sie verstehen es auch. Die Menschen haben auch begriffen, es ist ganz interessant, wenn Sie Meinungsumfragen verfolgen. In Deutschland haben wir schon wieder die Zustimmung einer Mehrheit zur Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin. War vor ein paar Monaten ein bisschen kritisch, sich schon wieder sehr positiv entwickelt. Wir haben immer noch in den meisten Umfragen, es gibt jetzt komischerweise von einem französischen Institut eine Umfrage, die ich aber nicht glaube in ihrer Aussage, dass eine Mehrheit der Deutschen für eine Abschaffung des Schengen-Systems wäre. Ich glaube das nicht. Bisher waren in allen Umfragen in Deutschland eine klare Mehrheit der Deutschen haben gesagt, dass sie natürlich wissen, welche unschätzbaren Vorteile die Abschaffung von Grenzkontrollen hat
Und natürlich ist es bei uns Menschen so, alles, was wir haben, verliert ja an Wert. Nur was wir nicht haben, nimmt dramatisch an Wert zu. Das ist die menschliche Existenz. Das ist ja auch der Grund, warum Preisstabilität nicht bei Null sein kann, sondern irgendwo 2% oder sowas von Inflation sein muss, weil wir eben immer ein bisschen, wenn es nicht ein bisschen mehr wird, wird es in der subjektiven Wahrnehmung weniger. Das ist Freiburger Ordnungspolitik. Also werden wir die nächsten Jahre in einer sehr unvollkommenen Weise in Europa versuchen müssen, diese Aufgabe zu lösen. Was ich mir dringend wünschen würde, wären Vertragsänderungen. Ich würde am liebsten einen neuen Lissabon-Vertrag schreiben. Gott sei Dank kann ich das nicht. Weil das wäre schlimm, wenn irgendeiner so einen Vertrag schreiben würde in Europa. Eine Chance für eine Änderung des Lissabon-Vertrags. Einstimmigkeit mit Ratifizierung in 28 Mitgliedstaaten ist derzeit nicht zu sehen. Also muss ich politische Antworten für die europäischen Aufgaben finden, ohne das Instrument von Vertragsänderungen zu halten. Das heißt, wir werden in der Außen- und Sicherheitspolitik, in anderen Fragen, intergouvernemental und sehr pragmatisch vorangehen. Wir werden das Instrument der Coalition of the Willing, also wer mitmacht, macht mit. Ich habe sogar mal in Europa vorgeschlagen, naja, wenn wir die Türkei-Milliarden nicht finanziert kriegen, dann lasst uns mal drüber nachdenken, wenn wir im europäischen Budget nicht genügend Geld haben, den nationalen auch nicht, ob wir eine Steuer auf Mineralöl einführen oder auf Benzin. Das würde ja sogar die Inflation bekämpfen, die Deflationsgefahr bekämpfen. Nicht? Und habe gesagt, ich weiß, das kriegt man nicht einstimmig in Europa hin, aber man könnte sagen, die Länder, die wollen, machen es. Und da werden wir mal sehen, ob andere folgen. Wir werden pragmatisch intergouvernemental mit flexiblen Lösungen in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Migrationspolitik Aufgaben lösen müssen. Und ich sage Ihnen vorher, genau in diesem Weg wird sich Europa in den nächsten Jahren bewähren und bewegen. Bringt mich zu der Bemerkung, wenn Europa seine Aufgaben erfüllen will, auch in der globalisierten Welt, muss Europa ein hinreichendes Maß an wirtschaftlicher Relevanz bewahren. Das ist meine vierte Bemerkung. Wirtschaftliche Relevanz kann Europa nur bewahren, wenn wir auf der einen Seite den europäischen Markt erhalten, den gemeinsamen, mit all den Regeln, ob alles hundertprozentig notwendig ist, eine andere Frage, auch mit der gemeinsamen europäischen Währung als Kern der europäischen Einigung, immerhin ist es ja nun doch ein Großteil, auch wenn Skandinavien, UK noch nicht dabei sind, Osteuropa zum Teil auch noch nicht, Ungarn, Tschechien, Polen, ist natürlich die Wirtschafts- und Währungsunion der starke Teil europäischer wirtschaftlicher Integration und der muss leistungsfähig bleiben. Deswegen muss ich die unvollkommene Konstruktion der Europäischen Währungsunion, die hat diese Konstruktionsmängel, die wir aus der Entstehungsgeschichte kennen, da war ich auch in den 90er Jahren, damals als Fraktionsvorsitzender der großen Regierungsfraktion, maßgeblich beteiligt, bin für alle Fehler der letzten 30 Jahre immer mitverantwortlich. Ich kann es nie auf andere schieben. Das bremst meine Kritik an dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Damals war die Frage, wie bei der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Natürlich wäre es richtig, eine Währungsunion nur zu machen, wenn man auch eine politische Union hat. Und nicht nur Geldpolitik, sondern auch Finanz- und Wirtschaftspolitik zu vergemeinschaften. Aber wenn wir gewartet hätten, bis wir die politische Union haben, dann hätten wir sie bis heute nicht. Wir sind in Europa immer den Schritt gegangen, der geht, und haben gesagt, in der nächsten Krise gehen wir dann den nächsten Schritt. Jetzt werden wir die gemeinsame Geldpolitik, das war die Lehre der Euro-Krise, davon haben wir schon einiges ganz gut in den letzten Jahren hingebracht, noch nicht alles, aber es wird auch in dieses so weitergehen. Wir werden die Regeln stärken, wir werden eine stärkere Verbindung zwischen europäischer Solidarität auch in der Währungsunion und den Empfehlungen, die wir ja haben, aber nicht berücksichtigen, alle miteinander nicht. Die Bundesrepublik Deutschland tut die Country-Specific Recommendations der Europäischen Kommission auch ablegen, nicht? Wie andere Länder auch. Wir können aber eine stärkere Verbindung herstellen, weil das Entscheidende ist, wir müssen die mit aller Solidarität, mit allem, was eine gemeinsame Währung erfordert, bis hin zur Bankenunion und Haftungsvergemeinschaftung,
müssen wir auf eines, und das ist der Kern unserer Auseinandersetzung, wieder und wieder achten. Da nerv ich meine Kollegen, da kommt dann die Freiburger Schule. Ich sage, wir müssen die Anreizsysteme so gestalten, dass wir die Gefahr begrenzen, dass aus der Verfügbarkeit kurzfristig bequemerer Lösungen der Druck auf langfristig notwendige, richtige Lösungen verringert wird. Langfristig richtige Lösungen sind leider unpopulär, heißt, nennt man strukturelle Reformen, strukturelle Reformen, in jeder internationalen Erklärung immer das Allerwichtigste. Nur wenn Sie die Realität anschauen, steht es immer an letzter Stelle, weil jedes demokratisch legitimierte Gremium im Zweifel lieber eine kurzfristig einfache Lösung dem Souverän zumutet, der dafür auch im Zweifel nur Mehrheiten vergibt, als das Notwendige zu tun. Wir müssen also darauf achten, dass wir das Ausmaß an Fehleinreizen in der Währungsunion begrenzen. Um die wirtschaftliche Relevanz, also die Wettbewerbsfähigkeit Europas, nicht zu stark zu verlieren. Wir schwimmen im Augenblick im Wachstum der Eurozone so einigermaßen im globalen Kontext, aber es ist nicht ausreichend. Wir müssten ein bisschen mehr tun. Wir werden auch, das ist eines der zentralen Punkte, die wir in den nächsten Jahren so unvollkommen, wie ich alles schon beschrieben habe, aber doch bewegen, wir werden über die Währungsunion unsere wirtschaftliche Relevanz nicht verlieren. Für Europa in der Welt, wenn also Europa seine Verantwortung gegenüber der Welt wahrnehmen will, was es muss, weil wir sonst die Auswirkungen in Europa nicht beherrschen werden, ist es unerlässlich, dass unsere wirtschaftliche Stärke ist. Wir haben, was die Werte anbetrifft, sind wir unübertrefflich. Wir haben gelegentlich in globale Diskussionen, ob das chinesische Modell mit einer einigermaßen gesteuerten marktwirtschaftlichen Ordnung, mit einer in den letzten Jahren unglaublichen Entwicklungsdynamik, aber eben doch mit sehr viel mehr staatlicher Steuerung und Kontrolle, nicht das Erfolgreichere wäre. Meine Antwort ist nein. Das beweisen die Nervosität der chinesischen Führung so sehr wie der arabische Frühling oder die Demonstration in Istanbul und Ankara in den zurückliegenden Monaten oder was immer sonst, die Entwicklung in der Ukraine. Die meisten Menschen auf der Welt wollen eigentlich lieber mit Demokratie, Freiheit, Menschenrechten, sozialem Zusammenhalt oder sozialer Fairness und ökologischer Nachhaltigkeit leben. So einfach. Das sind europäische Werte, wie es die Magnifizenz am Anfang gesagt hat. Und wenn wir die mit Wirtschaft, aber wegen der Werte allein werden wir nicht genügend Fähigkeiten haben, dieses auch weltweit einigermaßen zur Geltung zu bringen. Und da wir militärische Stärke nicht in dem Maße haben wollen und haben werden, werden wir es also mit ökonomischer machen müssen, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch militärisch und sicherheitsmäßig, innere und äußere Sicherheit, eine stärkere Rolle und Verantwortung werden schrittweise übernehmen müssen. Ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel, dass es funktionieren wird. Als Frankreich nach dem 13. November die Entscheidung getroffen hat, Präsident Hollande, dass man nun darauf reagieren muss, weil die verletzte Nation darauf gewartet hat, dass man jetzt dem Islamischen Staat den Krieg erklärt. Dann hat Deutschland, der Deutsche Bundestag, auch die deutsche Öffentlichkeit mit ganz wenig Diskussion beschlossen, wir beteiligen uns daran. Weil seine Entscheidung war, die wäre ohne den 13. November völlig undenkbar gewesen. Aber in Deutschland war ohne breite Debatte, auch im Bundestag, bis in die Teile der Opposition hinein, also ein klarer Konsens, nicht unproblematisch, aber wir können in einer solchen Situation der Solidarität mit Frankreich und damit europäischer Solidarität unsere Zustimmung nicht verweigern. So wie ja alle Meinungsumfragen übrigens auch ergeben, in den meisten Mitgliedstaaten auf die Frage, ob man lieber eine nationale oder eine europäische Armee hätte, sagen, gibt es immer ziemlich gute Ergebnisse, dass eine europäische Armee eine hohe Unterstützung finden wird. Es braucht Zeit, es gibt Widerstände, es ist nicht so einfach. Es bewegt sich ein ganzes Stück weit in dieser Richtung. Sie werden mich fragen, Jan, wie willst du dazu hinkommen?
im Augenblick nicht mit den großen institutionellen Veränderungen, für die ich Papiere geschrieben habe und gerne schreiben würde. Aber ich glaube, in der gegebenen Situation müssen wir realistisch sein und sagen, wir müssen zunächst einmal die Menschen wieder ein Stück mehr vom europäischen Mehrwert überzeugen. Und deswegen müssen wir mit einer flexiblen, nicht perfekten, also intergouvernementalen, verstärkten Zusammenarbeit und nicht, übrigens die ganze Eurozone ist intergouvernemental, nicht institutionell, alles einstimmig. Auf diesem Weg weitergehender Außensicherheitspolitik wird es auch so sein, in der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, um uns verteidigungsfähig in dem asymmetrischen Krieg des internationalen Terrorismus zu machen, werden wir auch stärker intergouvernemental vorangehen müssen. Also werden wir in der Frage der demokratischen Legitimation für eine gewisse Zeit eine stärkere Arbeitsteilung zwischen demokratischer Legitimation durch europäische Institutionen, also auch das Europäische Parlament und nationale Parlamente brauchen. Das ist nicht mein präferierter Weg, aber es ist der realistische. Und auch der kann ein ganzes Stück weit funktionieren. Und deswegen ist meine letzte Bemerkung, die ist aber ganz kurz, auf die Frage, wie weiter mit der Europäischen Union. Es wird eine ziemlich lange, schwierige, unruhige Strecke vor uns liegen. Wir sind in vielfältigen Krisen. Wir haben auch Legitimationskrisen. Aber wir werden, wie in der Vergangenheit auch, in diesen Krisen immer wieder Wege voranfinden. Ich könnte im Detail, ich habe es versucht, ein paar Beispiele aufzuzeigen, dass selbst in den letzten Monaten nicht nur negative Nachrichten zu finden sind, sondern auch viele positive. Man glaubt es kaum, aber Europa bewegt sich am Ende doch ein bisschen langsam, ein bisschen schwer. Und damit kommt meine letzte Erkenntnis. Wann ist eigentlich europäische Integration jemals im vergangenen Jahrhundert richtig dynamisch vorangekommen? Immer nach großen Katastrophen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es schon mal den großen Ansatz. Der ging dann, ist leider nicht schnell genug zum Erfolg gekommen, um Hitler und den Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es den zweiten Anlauf. Sobald es ein bisschen besser ging, ist der Reformelan, der Integrationselan schwächer geworden. Heißt also, auch nicht neu, im chinesischen Schriftzeichen wahrscheinlich schon seit 2000 Jahren enthalten, Krisen sind Chancen, Opportunities. Und da in mein schwäbischer Landsmann Hölderlin, in der Gefahr liegt das Rettende nah. Und wenn ich da in Deutschland bin, sage ich, und deswegen sage ich Ihnen, ich bin total optimistisch. Wir haben eine richtig große Krise und wir werden noch ein paar haben. Und deswegen wird Europa weiter voranschreiten. Sehr pragmatisch, sehr viele Rückschläge, mit vielen Krisen, vielleicht auch richtig mit Rückschlägen. Vielleicht kriegen wir auch noch richtige Rückschläge, aber selbst ein Brexit würde im Zweifel nur einen neuen Ansatz erzwingen, dass man eine neue Dynamik schafft. Denn am Ende, wenn Sie sich die Globalisierung der Welt im 21. Jahrhundert anschauen, ja, bewusst gesagt, die Schweiz ist die rühmliche Ausnahme, aber nur, weil sie natürlich mitten in Europa ist. Am Ende hat Europa keine vertretbare, rationale Alternative. Und deswegen, ich glaube, Sie werden weiter mitten in dieser Europäischen Union in der Schweiz denken, ach, Gott sei Dank haben wir diese vielen Krisen nicht, die da in Europa haben, aber gleichzeitig erleben, dass Europa um sie herum nicht zerfällt, sodass ihnen die Option offen bleibt, irgendwann, wenn wir noch besser sind, das noch einmal zu überlegen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.